Im fünften und letzten Film schließe ich nun endlich die Bestandskonten ab und bilde die Bilanz. Bevor wir die Bestandskonten endgültig abschließen können, müssen wir erst noch den Vorsteuerabzug machen. Und zwar haben wir hier im T-Konto Vorsteuer unter Soll und unter Haben fleißig Vorsteuer gebucht und haben hier natürlich eine Differenz, einen Saldo von 440,42 Euro. Und der bleibt nicht einfach so stehen, der wird umgebucht in das Konto Umsatzsteuer. Wir buchen Umsatzsteuer an Vorsteuer, damit ist das Vorsteuerkonto ausgeglichen und der Betrag taucht hier im Umsatzsteuerkonto auf. Und nur eine kleine Anmerkung hierzu, mir ist es sehr wohl bewusst, dass ich das hier sehr stark vereinfacht darstelle. Aber wir befinden uns in einem Kurs für Studenten, die ein Semester externes Rechnungswesen machen. Und da wird es üblicherweise genauso abgeschlossen. So, dann haben wir auf dem Umsatzsteuerkonto auch einen Saldo. Und der darf auch nicht so stehen bleiben, weil die Umsatzsteuer wird niemals als Posten in der Bilanz ausgewiesen. Sondern dieser Saldo wird umgebucht auf ein Passivkonto, das da lautet Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt. Und die tauchen natürlich auf, weil die müssen ganz klar bezahlt werden. Jetzt können wir uns endlich an den Ausgleich der Bestandskonten machen. Und das funktioniert ganz genauso wie bei den Erfolgskonten. Wir bilden zunächst einmal den Saldo für jedes T-Konto, mit Ausnahme vom Konto Eigenkapital. Das kommt gleich. Da muss nämlich noch was gemacht werden. Und wir sehen auch sehr schön am Konto Bank und Verbindlichkeiten auf Grundlieferung und Leistungen, dass hier erst einmal auf beiden Seiten aufsummiert wird und dann wird die Differenz gebildet. Und diese Differenz wird als Saldo eingetragen, indem wir die Jahresabschlussbuchungen machen. Und diese Jahresabschlussbuchungen sehen genauso aus wie bei den Erfolgskonten, nur dass das jeweilige Gegenkonto nicht GUV-Konto heißt, sondern Schlussbilanzkonto, auch abgekürzt mit SBK. Wenn wir mit den Buchungen fertig sind, dann sieht das Schlussbilanzkonto als T-Konto so aus. Wir haben links die Aktiva, die ganzen Aktivposten, und rechts die Passivposten. Und dann sehen wir, dass wenn wir das Eigenkapitalkonto so umbuchen, wie wir es gehabt haben, dann ergibt sich hier eine Differenz. Und das sollte nicht sein. Wir müssen da also noch was machen. Ich habe jetzt diese Differenz mal gebildet und die kommt uns irgendwie bekannt vor. Das entspricht nämlich genau dem Gewinn, den wir in Film 4 ermittelt haben. Das heißt, wir brauchen noch eine Buchung. Und diese Buchung lautet Gewinn- und Verlustkonto, ein Eigenkapital 3.786 Euro. Und dieser Betrag entspricht genau der Differenz des nicht ausgeglichenen Schlussbilanzkontos. Und er entspricht genau dem Gewinn, den wir in Film 4 ermittelt haben. Nach dieser Buchung ist das Gewinn- und Verlustkonto ausgeglichen. So soll es auch sein. Und wir können jetzt auch das Schlussbilanzkonto ausgleichen, indem wir die Jahresabschlussbuchungen berichtigen. Und zwar mit der Buchung Eigenkapital an Schlussbilanzkonto 10.286 Euro. Und wir können uns gleich dazu merken, ein Gewinn erhöht immer das Eigenkapital. Also sprich, Gewinn ist gleich oder entspricht einer Eigenkapitalerhöhung. Und damit sieht das Schlussbilanzkonto ausgeglichen so aus. Wir haben hier ein Eigenkapital von 10.286 Euro und wir sehen, dass diese Summe, die sich
Bilanzsumme schimpft, auf beiden Seiten genau gleich ist. Und das Eigenkapital stellt sich als das dar, was es ist, nämlich die Differenz zwischen der Summe aller Aktivposten abzüglich aller Verbindlichkeiten. Jetzt fehlt noch ein Schritt. Wir lassen den Schluss und das Konto weg und schreiben nur noch Bilanz hin. Und statt soll schreiben wir aktiva und statt haben schreiben wir passiva. Und statt Summe schreiben wir Bilanzsumme und fertig ist die Bilanz. Und jetzt haben wir unseren Jahresabschluss fertig. Und jetzt müssen wir nur noch das Schlussbilanzkonto umbenennen in Eröffnungsbilanzkonto und das neue Jahr kann beginnen. Ich habe hier noch eine kleine Übersicht erstellt. Das Jahr beginnt immer mit dem Eröffnungsbilanzkonto, auch abgekürzt EBK oder nur EK. Und dessen Inhalt wird umgebucht in die jeweiligen Bestandskonten, sodass die T-Konten, die dazu gehören, wieder beschrieben sind. Dann erfolgen Buchungen in Bestandskonten und Erfolgskonten, und zwar jede Menge, nicht nur 8 Stück, wie hier in dieser Filmreihe. Und am Jahresende werden die Bestandskonto ins Schlussbilanzkonto ausgebucht. Das wird auch abgekürzt mit SBK. Und die Erfolgskonten werden in das Gewinn- und Verlustkonto umgebucht. Dann wird der Gewinn ermittelt und noch die ganzen Buchungen am Jahresende gemacht, also Vorsteuer, Abzug und so weiter. Und wenn wir damit fertig sind, wird die Bilanz erstellt. Und das Schlussbilanzkonto wird umbenannt in Eröffnungsbilanzkonto für das Folgejahr. Und dann geht alles wieder von vorne los. Und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen und beschließe jetzt diesen Wiederholungskurs.